Moin Leute, ich bin Steffen, zu einem neuen Video auf meinem Kanal, und zwar zu einem Castle Guide. Ich habe schon des Öfteren über Castle gesprochen, dass ich ihn eigentlich ganz gut finde, wenn man ihn richtig benutzen kann. Heute gehen wir mal genau darauf ein, welche Castle-Barrikaden sind gut, welche jetzt eher nicht so, mit vielen Beispielen, dass ich hier da was zeigen kann. Vorweg, die Ausrüstung, ich bin eher der UMP-Spieler, switche da aber auch andauernd die Aufsätze durch, weil sie hat nicht viel Rückschuss. Man kann das meiste drauf spielen, ich habe jetzt einen Flash-Hider und einen vertikalen Griff, das passt ganz gut. Angewinkelter ist auch nicht schlecht. Ich mag halt das Setup gerade ganz gerne. Shotgun kann man benutzen zum Beispiel auf Café. Wenn man da einen Zigar-Shop spielt, das ist zwischen der Bar ganz oben und eben dem Pianoraum. Dazwischen viele Leute gerne mit der Shotgun. Aber sonst eher die UMP. Das erste, worüber ich nochmal sprechen möchte, ist aber die Castle-Mute-Kombination. Sprich, man castet hier ein Fenster zu. Wahrscheinlich hier dann sogar beide. Klar, das ist nur ein Beispiel, ne? Das reicht aber da zum Zeigen. Beide Fenster werden zugecastelt, dann kommen hier irgendwelche Mute-Jammer hinter. Und durch den Mute-Jammer kann Fuse zum Beispiel nicht mehr reinfusen, weil der Jammer seine Ladung blockiert. Und auch normale Sprengladungen werden da blockiert. Ash aber nicht. Das ist zwar ganz nett, weil ein Fuse nicht mehr reinballern kann. Ist aber halt auch viel, was investiert werden muss. Ich investiere Castle-Barrikaden und Mute-Jammer, um Fuse-Charges auszukontern an einer Position. Sprich, er ist noch gar nicht weg, er kann seine immer noch woanders nutzen, aber meine Sachen sind verbraucht. Also ich investiere viel für wenig Erfolg, sage ich mal. Und man muss halt auch sagen, gut, er kann es einfach aufschlagen, ne? Das dauert ja nicht so lange. Ich habe jetzt nicht mitgezählt, aber irgendwann geht es halt auf und beim letzten Schlag, so ungefähr, gehe ich dann in Deckung und fertig. Deswegen nach außen hin sind Castle-Barrikaden immer so eine Sache, weil Leute die von außen recht sicher aufschlagen können. Recht sicher ist natürlich nicht immer. Nehmen wir jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, Master, mache ich hier eine Castle-Barrikade ran und die Gegner sind gerade draußen und wollen die Castle-Barrikade aufschlagen. Kann ich sie halt so erschießen. Das ist halt der Vorteil. Wenn ich immer nur Castle-Barrikaden außen habe, sollte ich vielleicht irgendwo die Möglichkeit haben, rausrennen zu können, sprich, wenn sie das Fenster aufschlagen können, dass ich einen Angle auf die bekomme. Das ist noch so ein Punkt, wenn ich hier Castle-Barrikaden ausmachen will. Gilt genauso auch für Türen, zum Beispiel. Nehmen wir hier die Tür bei Aquarium. Die kann man zum Beispiel auch zu Castle, zum Balkon hin. Und natürlich dann, wenn sie da stehen und die Castle-Barrikade aufschießen wollen, aufschlagen wollen, kann ich halt hier auf die schießen. Das geht also zum Teil schon. Sonst des Öfteren eben Castle-Barrikaden innerhalb eines Gebäudes aufstellen. Das heißt, wenn irgendwo hier innerhalb des Gebäudes eine Käsebarrikade steht und sie halt von innerhalb des Gebäudes aufschlagen wollen, nehmen wir jetzt einfach mal hier, keine Ahnung was, als Beispiel, kann halt immer noch ein Roamer kommen und die erschießen. Das ist halt so der Punkt. Wenn Käsebarrikaden innerhalb des Gebäudes stehen, können irgendwo eure Mates rumrennen und sich die Kills snacken. Was halt nicht so gut geht, wenn die Käsebarrikaden außerhalb sind. Was natürlich aber ebenso geht, sind Käsebarrikaden, die vorbereitet sind. Nach 12 Schlägen geht eine Käsebarrikade Schrott, schlage ich also 11 Mal gegen, warte ab, schlag das 12. Mal gegen, spring durch und warte sich, geh immer wieder rein. Anderer Fehler, den aber eigentlich eher nur Leuten passiert, die neu ins Spiel kommen, dass sie zu früh castlen. Die sehen hier direkt die erste Tür vor allem. Jo, muss zugecastelt werden, sonst kann der Gegner durchkommen. Was halt Quatsch ist, bei Kitchen Trophy wollt ihr eigentlich immer, ja, immer Dining, also jetzt steh mithalten. Das heißt, ihr castelt frühestens hier. Die ist noch völlig in Ordnung. Aber hier irgendwo zu castlen, ist Quatsch. Dennoch kann es Sinn machen, hier zu castlen, aber aus einem ganz anderen Grund. Ich castle hier mal, mache eine Barrikade hin. Der Vorteil ist, ich kann jetzt hier pieken und bin safe in diese Richtung. Weil da oben ist ein Fenster bei der Küche und da kann man auch hier super reinschauen. Durch die Castle-Barrikade kriege ich jetzt Deckung von dem Fenster aus und kann halt hier hinschauen. Das ist super. Jetzt denkt man sich natürlich, ja, aber du kannst ja die Küche nicht mehr sehen. Was ist, wenn in der Küche jetzt einer den Dropper runterspringt? Das ist ziemlich einfach, ihr macht euch hier ein Loch ein. Das heißt, ich kann hier schauen, wenn sie in die Küche droppen, kann hier. Ist einwandfrei. Ich habe Deckung zum Fenster bei der Küche, kann hier lang gucken und kann auch reinschauen. Sprich, Käsebarrikaden können euch auch extra Deckung bieten. Genauso kann man sich die jetzt auch jetzt vorbereiten. Sprich, ich schlage 11 Mal gegen und wenn die Gegner dann zum Beispiel reinspringen, reiße ich sie auf und kann sie erschießen. Vorbereiten ist mittlerweile so ein schwieriges Thema, weil ja Glass-Pick-Rate ja erst wieder gestiegen ist, ist wieder gefallen, aber sie ist ja noch da. Weil wenn sie vorbereitet ist, braucht ihr auch ein Glass weniger Schüsse. Sprich, ihr schlagt 11 Mal gegen die Käsebarrikade gegen, steht da ein Glass, schießt einmal gegen Käsebarrikade, sofort Schrott. Naja, schwieriges Thema. Also vielleicht darf ich sagen, gut, schlagen wir 12 Mal, schlagen wir gar nicht gegen,
Und behalten seid halt die Impact-Granate übrig, wie eben gerade. Werft die Impact in die Käsebarrikade und schießt dann. Bei Konsulat haben wir zum Beispiel diese Käsebarrikade als Deckung. Und eine Rotation beispielsweise jetzt hier daneben. Der Grund dafür ist, dass ein Blackbeard oder wer auch immer, der dort am Fenster hängt, nicht hier rein aimen kann, also wo ich jetzt stehe, weil die Käsebarrikade es abdeckt. Zum Reingucken komme ich halt dann hier durch. Dann kommen wir jetzt mal zu den Käsebarrikaden, die dazu gedacht sind, speziell die Gegner aufzuhalten. Ob jetzt am Rundenende oder auch eher am Anfang, in der Mitte der Runde, um Zeit rauszuholen. Rundenende wäre ganz klassisches Beispiel. Hier einmal eine Holzbarrikade und dahinter dann die Käsebarrikade. Das heißt, da vorne Gegner kurz vor Rundenschluss machen die Holzbarrikade weg und sehen auf einmal, oh, hier ist noch eine Käsebarrikade. Und dann stehen sie dort, schlagen gegen, wollen reinkommen, haben nur wenig Sekunden Zeit und ihr sitzt hier halt schon und könnt sie euch gleich locker snacken, wenn sie kommen. Einwandfreies Ding. Genauso geht es natürlich auch hier. Hier eine Käsebarrikade zu machen, sprich, Gegner haben kaum noch Zeit, schlagen gegen die Tür und ihr wisst halt schon, ja gut, die können auch von da kommen und die könnt ihr euch locker wegholen. Das ist halt der Vorteil einer Käsebarrikade kurz vor Rundenende. Ihr wisst halt, entweder kommen sie gar nicht mehr rein, weil die Zeit fehlt, oder ihr wisst halt genau, von wo sie reinkommen, weil sie halt eben gegen die Barrikade schlagen und ihr das sehr gut hören könnt. Eine andere Käsebarrikade, die ich schon mal in einem Mira-Fenster-Video gezeigt habe, ist diese hier, die eher so am Anfang der Runde ihren Nutzen erfüllt. Und zwar, wenn ihr auch Trophy und Kitchen und sowas spielt, wollt ihr gerne mal oben mithalten und den Dropper verteidigen zum Beispiel. Und ihr habt hier die Käsebarrikade, falls die Gegner von der Bücherei hier kommen, dass sie nicht einfach durchrennen können, sondern hier erstmal gegenschlagen müssen oder mit Ash was irgendwie was aufsprengen müssen, damit sie weiterkommen. Also ein bisschen so Nutzen wie Stacheldraht, plus dass sie noch die Sicht nehmen. Beziehungsweise man halt erst hier pieken kann und das könnt ihr ja beispielsweise abaimen. Wenn ihr halt hinten steht und genau auf diesen Punkt aimt und der will hier pieken, ist er tot. Man kann hier zwischen den beiden noch rüber wollten, aber wenn man sich genau trifft, dann klappt das halt auch nicht. Bei Flugzeug gibt es auch einige Möglichkeiten, Käsebarrikaden einzusetzen, zum Beispiel diese beiden Türen. Dann hier vor überall noch Stacheldraht, dass die Gegner gefühlt 100 Jahre brauchen, bis sie hier durchsehen, müssen alles hier Schrott schlagen. Plus ein Glas, der hier sitzt, kann auch nicht direkt reinschauen, weil die Käsebarrikade da ist, muss erstmal Schrott schießen. Normal hier vorne. Oder was ich jetzt speziell zeigen will, man kesselt hier und macht dann eventuell noch die beiden Wände dicht, je nachdem. Sodass man einfach sagt, ich pfeife auf A. Ich verteidige nur noch hier bei B zum Beispiel rum. Hab ein paar Roamer hinten rum rennen, aber bei A brauche ich gar nicht keinen mehr reinstellen. Bei A ist eh immer gefährlich drin zu spielen, wegen Glass. Ich kesse die Tür einfach zu, dass die Angreifer, die kommen, jetzt nicht sofort hier reinrennen können. Ash Charges werden mit einem ADS hier abgefangen und dann geht das schon klar. Ich versuche also eher B zu halten und jeder, der auf A rennt, der bleibt erstmal in der Barrikade stecken. Es gibt also schon ein paar Möglichkeiten, Castle effektiv zu nutzen. Entweder ihr wollt einen Spieler speziell decken, indem ihr an seiner Position eben eine Castle-Barrikade ranstellt, dass er nicht von einer bestimmten Seite erschossen werden kann. Oder Castle-Barrikaden, die Zeit rausholen sollen, werden. Oder ihr habt Castle-Barrikaden, die speziell Personen aufhalten sollen, ob jetzt am Ende der Runde oder währenddessen, dass die irgendwo stehen, dass die Angreifer dagegen schlagen und ihr direkt wisst, okay, da kommen sie jetzt her. Und wenn ihr nun sagt, ihr wollt eine Castle-Barrikade an einer Tür oder einem Fenster nach außen hin platzieren, also sie gehen nach draußen da schon anschlagen können, solltet ihr irgendwo die Möglichkeit haben, rausrennen zu können, damit ihr die Angreifer währenddessen erschießen könnt, wenn sie die Käsebarrikade wegschlagen. Sonst wäre es das, zum Schluss vielleicht noch, wenn ihr Käsebarrikaden und Stacheldraht zusammenpackt, das ist nicht immer so wirklich schlau, weil eine Käsebarrikade jetzt zum Beispiel vor mir, hab jetzt keine mehr, und darunter dann Stacheldraht, eine Ash Charge, eine Handgranate macht beides weg. Das geht bei Fenstern vielleicht noch klar, weil der Stacheldraht halt hier unterliegt, aber bei Türen eher eins von beiden. Entweder Stacheldraht hin oder Käsebarrikade, aber nicht beides zusammen. Sonst wäre das erstmal ein Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen und seht sich beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao.